Und wie sieht das bei Österreichern aus? Alter, da ist ein Geschissensbuch. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Lustige Witze. Meinen heutigen Gast dürften einige von euch kennen. Da haben wir 5 Wochen ein Bett geteilt. Applaus für Ming Li! Ich würde sagen, fangen wir direkt mal an. Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Was ist das Weiße in Vogelkacker? Auch Vogelkacker. Den check ich nicht. 2 Mütter unterhalten sich. Mein Sohn wird gemobbt. Oh, wirklich? Meiner kann sich selbst waschen. Warum sind eigentlich andere Leute Helden, wenn sie eine Niere spenden? Bei mir wird gleich die Polizei gerufen, wenn ich 5 spenden möchte. Ich wünschte, mein Rasen wäre Emo. Dann müsste ich ihn nicht selber schneiden. Warum hat der Leberkranke eine rote Karte beim Fußball bekommen? Weil er gefault hat. Wann tun Zähne richtig weh? Wenn sie zu einem Hund gehören. Ich muss sagen, Hund schmeckt schon gut. Hast du schon echt schon gegessen? Nein, machen wir weiter, machen wir weiter. Okay. Werde mich mal unter die Leute mischen. Bert, 65, Organspender. Mann zu einer Frau. Hallo, Ihr Sohn hat mich gerade hässliches Schwein genannt. Ich habe ihm schon so oft gesagt, er soll die Menschen nicht nach Äußerlichkeiten beurteilen. Ein Engländer gab mir neulich einen Tipp. An apple a day keeps the doctor away. Tja, habe ich ausprobiert. Funktioniert aber nur, wenn man hart genug wirft. Mami, Mami, ich will nicht mehr. Mir ist so schwindelig. Sei still, Kind. Das ist erst der Vorwaschgang. Psychiater sind wie der Weihnachtsmann. Sie haben eine Diagnose für alle und jeden. Was haben Selbstmordattentäter gemeinsam? Keiner von ihnen will alleine sterben. Ein Kannibale zum anderen. Ich leide so schrecklich an Darmträgheit. Daraufhin der andere. Kein Wunder. Du solltest mal aufhören, so viele Beamte zu essen. Wie wurde der Zahnarzt zum Gehirnchirurgen? Er ist ausgerutscht. Was ist schwarz und klebt an der Decke? Ein nicht ganz so guter Elektriker. Hast du den Witz gehört von der Katze ohne Ohren? Ja, genau. Sie auch nicht. Du bist das Beste, das mir je passiert ist. Das ist schon irgendwie traurig. Ich werde die letzten Worte meines Großvaters nie vergessen. Hör endlich auf, mit dem Flitzebogen auf mich zu zielen. Die Nachbarn schimpfen, weil gestern, Samstagnacht, jemand in den Flur gekotzt und alles verschmiert hat. Ich schimpfe mal mit. Ist am unauffälligsten. Hey, tatsächlich habe ich das auch mal gemacht, ne? Ich habe auf dem Teppich von meinem Nachbarn gekotet. Mama, können wir am Wochenende Oma besuchen? Mama? Ja, klar. Montag in der Zeitung. Mutter erhängt sich mit ihrem 12-jährigen Sohn auf dem Dachboden. Skelett im Supermarkt. Verkäufer. Was suchen Sie? Skelett. Die Fleischabteilung. Das ist so eine Mischung aus Witze für ganz böse und Togo-Zuschauer. Ja, merkst du? Aber ist für alle was dabei. Ja. Sohn. Mami, Mami, Vater hat sich auf dem Dachboden aufgehängt. Mutter. Was? Sohn. April, April, das war nur Spaß. Er hängt in der Garage. Mein Vater hatte vor kurzem einen Motorradunfall. Er hat jetzt 2 gebrochene Beine und 1 Gehirnschaden. Kein Wunder, dass er einen Unfall verursacht hat. Man kann einem Bären nicht entkommen. Der Bär ist viel zu schnell. Aber zum Glück muss man nur den Dicksten in der Wandergruppe überholen. Kommentarrunde. Ja, Kurz unterbrechen wir an dieser Stelle. Und zwar, da der Kommentarsektion sehr viele von euch da rumtreiben und manche die Witze nicht verstehen, beziehungsweise selber Witze haben oder einige Fragen an Master Jam oder eventuell die Gäste haben, haben wir uns gedacht, wir bauen eine kleine Kommentarsektion ein und lassen euch Teil des Formats werden. Also, was haben wir denn bis jetzt? Da haben wir schon den ersten Kommentar. Den letzten Witz hat es schon mal in einer Folge. Den Kommentar lese ich auch sehr oft, weil ich das schon seit 280 Wochen, also über 5 Jahre mittlerweile mache, dieses Format. Und mittlerweile produziert jemand ja die Witze für mich vor. Diese Person hat einfach nicht alle Folgen gesehen. Deswegen habt ihr ein bisschen Nachsicht, wenn mal ein paar alte Witze vorkommen. Wird ja dadurch nicht unlustiger. Ich fasse es nicht. Über 3,5 Minuten. Ich fasse es selber nicht. Ich glaube, dieses Video ist gerade länger als 3,5 Minuten. Wahnsinn, oder? Die Folgen sind länger geworden. Damals haben wir ja in einer Reihe durchproduziert und die Folgen sind immer auf 2,5 Minuten geschnitten. Aber jetzt ist jede Folge etwas Besonderes geworden. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der ganzen neuen Aufmachung mittlerweile haltet. Schon wieder ein Reboot. Du machst bald mehr Neustarts als Leon Mascher ehrliche Aussagen. Ja, danke. Ich hab den mal kennengelernt, der ist eigentlich echt okay. Voll der Liebe, so ein Post. Er hat mir die Hand gegeben und hat gesagt, hey, schön, dass du auch hier bist. Und am Ende hat er mich einfach in den Schamm gehalten. Wirklich jetzt. Das ist doch der Typ mit dem Meerschwein, die sagt er so zu mir. Nicht lustig ist, dass YouTube mir dieses Video nicht in der Abo-Box zeigt. Okay, dann würde ich dir vorschlagen, aktiviere die Glocke. Auf jeden Fall kriegst du safe eine Nachrichtigung. Was ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Die Interpretation des Satzes, was ein Arsch. Was haben Donald Trump und ein Weihnachtsbaum gemeinsam?
Beide flogen am 20.01.21 aus dem Haus. Schwarzer Humor hin oder her. Das N-Wort ist nicht zulässig. Welches N-Wort? Jude? Ich feier meinen Opa. Er hat Hitler getötet. Habt ihr noch Fragen, Anmerkungen oder vielleicht eigene Witze? Schreibt sie in die Kommentare und vielleicht seid ihr in den nächsten Folgen dabei. Als mein Lehrer fragte, wer die erste Tour de France gewann, war die 7. Panzerdivision falsch. Wer ist aktuell Regierungspartei in Deutschland? Ja, die CDU. Warum hast du denn in deiner Antwort dreckige Schmierlappen geschrieben? Eine Glatze ist FKK auf höchster Ebene. Die Tür schließt Manuel. Danke, Manuel. Ich liebe es, neben meinem Schwarm aufzuwachen. Uli, 57, Imker. Oh Unser Postbote heißt Carsten. Ich nenne ihn Briefkasten. Ich habe letztens so zu meiner Freundin gesagt, Marie, ich tätowiere mir deinen Namen auf den Oberarm und falls wir uns trennen sollten, mache ich daraus marinierte Rippchen. Werden Sie Mitglied im Schützenverein, lernen Sie schießen, treffen Sie Freunde. Wenn die Flasche halb leer ist, bin ich halb voll. Sagst du immer so, das Glas ist halb leer oder halb voll? Das kommt halt drauf an, ne? Wenn ich einen guten Rum trinke, dann ist es halt traurig, wenn er halb leer ist. Aber wenn ich ein Unterwerk trinke, dann ist er halt immer noch halb voll. Einen Döner bitte. Mit alles? Dativ. Haben wir nicht. Dativ. Das heißt mit allem. Allem hat heute frei. Ich lasse mir jetzt einen Krankenwagen tätowieren. Dann habe ich ein Tattoo. Kleinen Abstecher in die Tankstelle gemacht. Klausi, 27, sitzt jetzt im Gefängnis. Warum summen Bienen? Weil sie den Text nicht kennen. Kommst du mit? Wohin? Auf dumme Gedanken. Stellt euch mal einen Horrorfilm auf Schweizerdeutsch vor. Obacht, da spuckt da Geißel im Hütli. Obacht, da spuckt da Geißel im Hütli. Und wie sieht das bei Österreichern aus? Oida, da ist ein geschissenes Buch. Oida, da ist ein geschissenes Buch. Die Achtli. Hey ho, ich zeichne gerade lustige Witze auf und hier ist ein österreichischer Witz, den wir absolut nicht ausgesprochen bekommen. Kannst du den vielleicht mal eben in einer Sprachnachricht vorlesen? Das wäre cool. Ein paar Sekunden später. Alter, da ist ein geschissenes Spukdirkel im Häusl. Geh mal fetzen. Ja, okay. Das, was sie sagt. Da kann ich nichts hinzufügen. Was ist der Unterschied zwischen Deutschen und Österreichern? Die Deutschen können die Österreicher nicht verstehen. Die Österreicher wollen die Deutschen nicht verstehen. Ich verwende meine Frontkamera für die Intimrasur. Lief super, doch dann kamen die ersten Likes. Ist gut. Ich gründe einen Lieferservice, der Zigaretten liefert. Die Kippendales. Welche Kosmetikartikel für das Gesicht können Sie empfehlen? Tüte. Mach es wie Wolwig. Sei still. Wieso hassen Singles verliebte Pärchen eigentlich immer so sehr? So hässlich sind die doch gar nicht. Flirten kann ich. Bist du Grafikdesigner? Denn du hast echt schöne Gradationskurven. Oh, der war nicht schlecht. Mediengestalterwitz. Ja. Oh. Wir werden sehen. Gletscher nimmt den Klimawandel ganz gelassen. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein. Wie heißt ein kranker Fotograf? Ein Paparazzi. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knabbert an meinem laktosenfreien, veganen, mit Stevia geküssten Fairtrade-Biohäuschen? Hexe 98 geht mit der Zeit. Ming, war das nicht lustig? Mega. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns nächste Woche. Haut raus. Komm, abonnier.